schön. Vielen Dank. Guten Abend, liebe Dalli-Dalli-Freunde zu Hause. Guten Abend, liebe Gäste hier im Studio. Seien Sie alle recht herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe unseres Schnelldenkerspiels. Wir feiern heute ein kleines Jubiläum, die 125. Quiz-Sendung mit prominenten Kandidaten und Leuten wie du und ich. Und da wir 25 Sendungen in Wien, von Wien ausgestrahlt haben, ist das ein zusätzliches Jubiläum. Es ist die 100. Sendung, die wir aus Deutschland bringen. Und Sie merken es auch hier, wir haben hier eine herrliche Blumendekoration. Sie wurde uns gespendet vom Verband der Floristen und Gärtner Deutschlands. Wir freuen uns sehr darüber. Vielen Dank. Ja. Wir werden außerdem noch den 1000. Kandidaten, prominenten Kandidaten in dieser Sendung begrüßen können. Wir haben auch wieder einige Änderungen vor. Wenn Sie mal nachdenken, wer das schon länger verfolgt, wir hatten am Anfang ein Verkehrsquiz dabei, dann hatten wir ein Fragenlotto, da kamen Kugeln heraus, dann hatten wir ein Reisequiz, da ging es um Kilometer, Spiel für zwei, zwei Personen bildeten eine Mannschaft, und so wollen wir diesmal etwas ankündigen, und zwar können dann bald ganze Städte bei uns bei Dalli Dalli mitmachen. Ja, wer nun gegen wen in dieser Jubiläumsausgabe? Wir haben Schauspielerinnen dabei, Autoren, Volksmusikanten, Moderatoren, amtierende Minister. Alle wollen locker und leicht und entspannend sie unterhalten. In der ersten Runde heißt es diesmal Komödie gegen Kamera und danach dann Kurzweil gegen Konferenz. Wer wie viele Punkte erhält, das entscheiden letztlich unsere Schiedsrichter. Sie kennen unsere drei, alle heute besonders gut gelaunt. Brigitte Xander, Medi Riehl und Christian Neureuther. Es kommt euch, guten Abend. Brigitte, wie oft waren Sie von den 125 Malen dabei? Leider nur 124 Mal. Einmal gefehlt. Ja. Naja, das ist so gut wie gar nicht. Es ging nicht anders. Medi, wie weit haben Sie es gebracht? Ja, bei mir kommt so viel nicht mal zusammen. Ich war nicht von Anfang an dabei, bei mir waren es 120 Sendungen. 120, immerhin. Das ist ein Zeichen, wie gut wir uns verstehen. Ja. Das ist unser Nesthäkchen. Wie oft war es denn? 36 Mal. Ja, so ein bisschen traurig. Aber wir haben unseren ehemaligen Schiedsrichter eingeladen. Eckhard Fritsche wird bei der Szene dabei sein. Und dann will Ihnen noch guten Abend sagen, meine Assistentin Monika Sundermann. Respekt, guten Abend. Monika, wie oft waren Sie mit von der Partie? Ja, also ich hatte nicht viel zu zählen, es waren genau 125 Mal. Nie gefehlt, nie krank gewesen. Schön. Ja, liebe Freunde, Sie wissen ja, ich rechne ganz gern. Also wenn man alle Minuten unserer Sendung mal zusammennimmt, dann könnten wir 21 Tage oder drei Wochen das gesamte Programm von nachmittags bis nachts mit Dalli Dalli füllen, beim ZDF so wie beim ORF, oder nehmen Sie mal nur unsere Untermalungsmusik. Sie wissen ja, wir haben so Spiele drin, dann müssen alle was tun. Und dann sind genau 64 Takte, sind das ungefähr eine Minute. Das Spiel wird zweimal durchgeführt, sind 128 Takte. Drei Spiele haben wir, also dreimal 128 mal 125 Sendungen, sind 47.800 Takte Musik, aufgeschrieben von unserem musikalischen Leiter Heinrich Riedmüller. Und zum 57. Mal dabei auch schon unsere Jochen Brauer Band. Ja, liebe Freunde, und ich möchte ganz kurz noch ansagen, wie viel Geld wir für Familien, die in Not geraten sind, durch unsere Sendung, durch unser Spiel schon verschenken konnten. Es waren vor der 125. Sendung 2.791.200 Mark. Oder für Sie in Österreich umgerechnet 19 Millionen Schilling 538.400. Also insgesamt eine schöne Summe. Wir freuen uns, mit einer lustigen Sendung noch so viel erreicht zu haben. So, und damit wollen wir beginnen. Runde 1, Komödie gegen Kamera. Für die Komödie begrüßen wir eine Schauspielerin und einen Autor, der sehr erfolgreiche Stücke schreibt. Sie schreibt auch Kinderbücher, sie geht auf Tournee, sie singt, sie ist der Typ der liebenswerten Frau, auch wenn ihr Mann manchmal sagt, das bisschen Haushalt macht sich von allein. Und er ist überhaupt der, glaube ich, erfolgreichste deutsche Bühnenschriftsteller, Boulevardtheater, ich sage mal zwei Stücke, Das Geld liegt auf der Bank, Der Mann, der sich nicht traut. Und er hat jetzt eine Fernsehreihe geschrieben, die ganz groß ankam, riesige Einschaltquoten. Ich heirate eine Familie. Für die Komödie begrüßen wir nun Johanna von Kotschan und Kurt Flatow. Ja, Johanna, Sie waren auf Tournee. Ja.
170 Mal. Mit einem Stück, das ich auch 100 Mal schon in Berlin gespielt habe. Also insgesamt 270 Vorstellungen. Ja, nun wollen wir noch wissen, wie das Stück heißt. Das ist das zweite Kapitel von Neil Simon. Ja, aber das dritte Kapitel wird so schnell nicht kommen. Weiß man's. Ja, nun will ich mal weiterfragen. Sie haben auch Bücher geschrieben. Ja. Kinderbücher? Kommt ein neues Kinderbuch? Nein, ich schreibe im Moment an meinem ersten für Erwachsene. Das ist auch schön. Ja. Fernsehen, was kommt als nächstes? Das geht gleich morgen weiter. Da mache ich eine Weihnachtssendung fürs Bayerische Fernsehen. Und im Januar bin ich in einer Folge vom Alten. Also eine gute Person oder eine, darf man das nicht sagen? Das sage ich besser nicht. Gut. Dann, ich weiß nicht, guckt Ihr Mann zu und die Tochter? Ja, mein Mann guckt zu, der ist hier im Saal. Hm. Und meine Tochter, die ist in Berlin und die guckt auch zu. Das ist nett. Also wird sie ja artig sein, nicht? Ja, und wahrscheinlich hat sie genauso Lampenfieber wie ich. Ja, also, Liebling, dann weißt du Bescheid. Kurt Flato, da muss ich erst einmal erzählen, das war ein Riesenerfolg, Kurt. Ich heirate eine Familie, aber Sie haben ja so ein bisschen Ihre Lebensgeschichte. Ja, Sie wissen ja Bescheid. Ich habe vor ungefähr etwas über drei Jahre her, habe ich eine Frau mit zwei Kindern geheiratet. Sie waren ja bei der Hochzeit. Ja, stimmt. Aus Ihrem Hochzeitsgeschenk trinken wir heute noch Kaffee. Ja. Und jeder fragt mich nicht, was ist das für ein Geschirr? Das ist das Geschirr von, aber den Namen sage ich nicht, sonst ist Reklame. Ja, richtig. Naja, und dann habe ich sowieso viel Ähnlichkeit. Ich bin ein Mensch, der zu Hause arbeitet. Mhm. Ja, die Kinder stören mich, genau wie den da. Und nur eins möchte ich sagen, also nach der letzten Folge kamen lauter Anrufe, alle fragten, wie weit meine Frau denn nun ist, in welchem Monat. Ja, da möchte ich sagen, das stimmt nicht, ja. Und ich möchte nur sagen, wir tun, was wir können, aber wir lassen uns nicht drängen, ja. 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 Wir müssen wissen, Herr Plato schreibt auch für Harald Junke sehr, sehr viel. Ja, die Chansons für ihn, das macht viel Spaß. Und immer so ein bisschen heile Welt, nicht? Sie wollen ja... Ja, ich könnte es ja auch anders schreiben, zum Beispiel. Der Grafiker könnte ja Dollarnoten herstellen, der eine Junge könnte vielleicht eine alte Frau überfallen und so weiter. Aber das möchte ich nicht. Wenn Sie Fernsehen, das ist so etwas, das haben die Leute in der Stube. Und ich möchte kein Alibi sein, dass die Leute sagen, die Kinder sagen, kann ich doch machen, das machen doch die im Fernsehen auch. Also ich möchte auf keinen Fall mit Gewalt Geld verdienen. Gut, und jetzt die. Das ist eine schöne Formulierung. Mit Gewalt Geld verdienen, ja. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob wir uns vor Weihnachten noch sehen. Ja. Da habe ich hier ein kleines Buch. Ich möchte es nicht so halten, dass man es lesen kann. Das ist Werbung. Ja. Das ist das Traumschiffbuch. Ich habe mir gedacht, Sie können ja sich keine Kreuzfahrt leisten, weil nicht finanziell, sondern zeitlich. Ja. Ich dachte, ich gucke sich das mal an. Das ist auch zu kaufen. Das Schiff nicht mehr. Das ist schon verkauft. Ja. Ja. Danke. Ein schönes Traumschiff, also jetzt die Geschichte. Ja, wollen wir beginnen? Fangen wir an. So. Komödie gegen Kamera, drei Aufgaben, wenn Sie dort Platz nehmen. Erste Frage, ruhig erstmal sitzen, ist kein Problem. Nennen Sie mir mal bitte, sobald er kurz sitzt, alle künstlerischen Berufe, die Ihnen einfallen. Sie beginnen. Dali. Maler. Regisseur. Komponist. Grafiker. Schauspieler. Komödienregisseur. Dramenregisseur. Opernregisseur. Opernsänger. Kostümbildner. Kostümbildner können wir noch mitnehmen. Ah, natürlich, aber einen Regisseur müssen wir als Sammelbegriff abziehen, den drei wurden genannt. Dann ich kenne immerhin. Da waren manchmal fünf Regisseure. Na dran. Gut, aber trotzdem, einen abbleiben neun. Also bleiben nur neun. Sie haben gerade vom Traumschiff gesprochen. Ich will das mal weiterspinnen. Sie haben Gelegenheit, eine Traumschiffreise mitzumachen. Was erwartet Sie da so alles? Was werden Sie sehen? Kurt beginnt, 20 Sekunden. Dali. Hamburg. Den Atlantik. Biskaya. Sonne. Kenia. Kühle Drinks. Barbados. Bordspiele. Jamaika. Bermudas. St. John. Kuba. St. Martin. Südamerika. Miami. Westafrika. Rademann. Ostafrika. Heinz Weiß. Ja, danke schön. Ich muss Ihnen dazu sagen, falls Sie zu Hause nicht wissen, Rademann ist der Produzent vom Traumschiff. Deswegen lachen hier einige Insider so. Ich hatte mir gedacht, Kapitänsdinner und so weiter. Aber Deck, was machen aber wir? Aber alles war möglich, alle 19. Ja, 19 werden gegeben. Das sind 171 Punkte, die Sie haben. Jetzt alles mal 171. Und liebe Freunde, wir haben Schallplatten herstellen lassen, übergroße Schallplatten. Aber leider ist uns eins nicht gelungen, wir haben die Löcher noch nicht drin. Sie sollen die Löcher reinstanzen, wenn Sie mal mitkommen. Kann ich Ihnen das hier zeigen? So, den können wir mal schauen.
Sie gehen das hier rein, ja, darf ich zeigen? Dann drückt man hier und dann kommt hier rausgestanzt schon unser Dings raus. Und dann tun Sie es hier rein, das soll schon Ihr erster Punkt sein, wenn Sie wollen. Ja, schön. Wer will hier? Sie können ineinander arbeiten. Einer greift zu, geht rein und einer legt es ab. Ach, Sie sind, Sie sagen, das muss an erster Stelle. Gut, bitteschön. Ja. Also Sie können das schon reinlegen, Kurt. Ja, einlegen. Und dann sage ich Dalli, Dalli, dann können Sie runter. Und hinten bis zum Anschlag, das ist wie. Dalli, 60 Sekunden, Dalli, Dalli. Gleich losrennen, sie nimmt das. Vier haben wir schon. Die wenigen Haare, die der Kurt hat, die flattern jetzt noch. Zeit, weiter. Und man kann auch von dort gehen. Ja. Selten hat ein Autor so gearbeitet wie er. Weiter noch fünf, vier, drei, zwei. Platz. Sehr schön. Völlig außer Puste. Die Kinder zu Hause werden lachen. Jetzt muss da endlich auch mal laufen. Also, wollen wir schauen. Achtung, wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann wollen wir gleich eine mal auflegen. Mal sehen, ob sie spielt. Ich habe hier ein altes Grammophon, so wie das ist. Muss ich nur aufziehen. So, nun wollen wir das mal auflegen. Ja, danke. Danke, das klingt also sehr gut. Bevor wir mal zählen. 14 plus Spitze mal 171 sind 2565. 2565 Punkte. Zufrieden? Ja. Sehr angestrengt. Ich stell mal vor, acht Stunden am Tag, nicht? Wenn man das macht. Ja, wir kommen nun von der Mannschaft Komödie zu den Partnern. Sie merken, ich sage nicht Gegner. Zwei Künstler der Volksmusik, die ihre Popularität der Kamera verdanken. Und Sie kennen sie von der Serie Die Musik kommt. Bei ihm heißt es Musikantenstadel. Und im Mittelpunkt ihrer Sendungen stehen Volkslieder, Blasmusik, Chorgesang, also Fröhlichkeit und damit auch Gemütlichkeit. Wir erwarten jetzt die Kandidaten 995 und 996 unserer Sendung, Maria Hellwig und Karl Moik. Ich las in einem Buch über Sie, bei einer Kapitel über Sie, Sie haben mal Bauerntheater gespielt. Ja, freilich, im heimatlichen Bauerntheater, mit 5 Jahren schon. Mit 5 Jahren, ja, was haben Sie da gespielt? Mit meinen Eltern zusammen, ja, das waren immer sehr traurige Sachen damals an seines Kindes. Erinnern Sie sich einen Satz, den Sie mal damals so gesprochen haben? Moment, also als Fünfjährige? Ja. Ich kann mich erinnern, dass also mein Vater die Frau davon gesaust ist. Ja. Und da habe ich sagen müssen, ah, Papa, mach dir nichts draus, du findest ja gleich wieder andere. Schon Talent mit 5 Jahren. Das stand im Buch. Ja, natürlich, aber mit 5 Jahren konnten Sie ja noch nicht lesen, das mussten Sie ja so lernen. Ja, das hat mir meine Mutter gelernt. Ja, und dann haben Sie, das wir auch noch nicht viel wissen, Operette gesungen. Lustige Witwe. Ja, das war dann viel später. Ja. Land des Lächelns, Rüsselwirtin, Dollar. Land des Lächelns, was haben Sie denn da gesungen? Die Mie habe ich gespielt, da war 30 Pfund leichter, gell? Ja. Ja, da ist ja gar nicht mehr von Ihnen da, wenn Sie keine 30 Pfund mehr drauf haben. Vielen Dank fürs Kompliment. Wenn Sie mal kurz ansingen, wir wollen mal sehen, wie Sie, also welches ich, Titel, Heinrich kennt raus. Vielleicht Meine Liebe, Deine Liebe? Ja? Meine Liebe, Deine Liebe. Warte, spiel mal. Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, deine Liebe hat denselben Sinn. Ich liebe dich und du liebst mich. Und da liegt alles drin. Ja, sehr schön.
will ich noch einmal sagen, weil doch sehr viel geschrieben stand, die Musik kommt, hat ja aufgehört, aber ich weiß, dass geplant wird, mit Ihnen bald eine neue Serie zu starten. Das weiß ich. Ist das wahr? Ja, das möchte ich Ihnen hiermit gleich sagen. Auch gleich was Schönes. So, ja, Karl Moik. Hier. Ja. Na, so muss ich eigentlich sagen. Beliebteste Fernsehsendung Österreichs, letztes Jahr einen großen Preis bekommen. Ja, eine goldene Kamera, aber das habe nicht ich bekommen. Ich habe es zwar bekommen, aber das sehe ich als eine Auszeichnung für mein gesamtes Team. Denn ohne guten Team kann man nicht gut das sein. Das kann ich unterstreichen, das ist 100%. Der Karl hat begonnen als Werkzeugmacher, gar nicht erst mal an Fernsehen oder so etwas gedacht. Und dann waren Sie sogar Stadionsportsprecher. Ja, das war bei mir zu Hause in Hallein. Das ist so eine kleine Stadt mit 15.000 Einwohnern. Hm. Und da habe ich am Fußballplatz so die Mannschaften angesagt, habe auch Werbedurchsagen gemacht. Und da ist mal so ein Typ gekommen und hat gesagt, Herz, Sie haben eine klasse Stimme. Wie wäre es einmal beim Radio? Na, dort war dann kurzes Vorsprechen. Dann habe ich etwas gemacht, was heute selten ist. Ich habe 2 Jahre Sprechunterricht gemacht. Hm. Und dann habe ich eine Frau gehabt, die mich in einem Tief einmal aufgemöbelt hat und hat gesagt, so, jetzt gehst du zum neuen Unterhaltungschef, zum Harry Windisch. Der war verrückt genug, mich zu nehmen und damit ist der Musikantenstadl geboren worden. Sehr schön. Und dann, den Applaus kann er sich abholen, denn das ist wirklich eine schöne Sendung. Aber eines noch. Ja. Und das ist vielleicht ein Tipp für junge Leute. Ich habe 1968 einen Sprechertest beim Radio gemacht und da haben sie mich abgelehnt. Ich habe alles gewusst, haben sie mich abgelehnt. Die Stimme sei fürs Radio nicht geeignet. Inzwischen habe ich, glaube ich, über 2000 Radiosendungen. Für die Jungen nur nicht aufgeben. Das ist sehr wichtig. Sie haben auch ein Trio gehabt. Was haben Sie da gespielt? Ja, der weiß doch alles, der Mensch. Ja. Ich habe Akkordeon gespielt. Moment, ich habe mir eins besorgt, weil ich das weiß. Wollen Sie mal ganz kurz irgendwas anspielen? Ziemlich schwer. Oh, ja, wollen Sie was Volkstümliches oder was Fetziges? Ja, man muss ja immer fragen. Als Berliner kann ich ja auch sagen, was Fetziges. Ja. Fetziges. Burschen, F-Dur, spielst du mit? Ja. Ja, 17, 18, 19, 20. Dankeschön. 15 Sekunden Zeit für die erste Frage. Nennen Sie uns bitte künstlerische Berufe. Alles, was Ihnen so einfällt. Sie beginnen. Dalli, Dalli. Maler. Showmaster. Bäcker. Unterhaltungschef. Konditormeister. Baumeister. Sängerin. Sänger. Opernsänger. Zwiederwurzen. Operettensängerin. Operettensängerin haben wir schon. Klassischer Schauspieler. Er ist dran. Er ist dran. Ja. Man muss immer das eins haben. Zuwiderwurzen oder was haben Sie gesagt? Ja, man muss eine richtige Zuwiderwurzen sein, dann ist man auch künstlerisch veranlagt. Das ist entartete Kunst. Lass mich reden. Aber Brigitte, kann man das nehmen? Gut. Bitte, gehen Sie denn. Zuwiderwurzen. Einen Sänger müssen wir bei aller Großzügigkeit abziehen, denn 3 wurden genannt. Ja, also. Einen Sänger abbleiben? 12. Mit Zuwiderwurzen. Gut, also. Jetzt, Sie haben die Chance, eine große Schiffsreise zu machen, eine Traumschiffreise. Was werden Sie alles sehen? Was erwartet Sie da alles? Sie beginnen, 20 Sekunden. Dalli, Dalli. Whisky. Sonne. Bad. Mond. Sterne. Wellen. Lübe. Möwen. Küssen. Inseln. Noch einmal küssen. Palmen. Oben auf die Palmen küssen. Fische. Affen. Amerika. Australien. Afrika. Ja, da die Neger. Mallorca. Ja, danke schön, das reicht. Aber ihr... Ja. Jetzt, Moment. Brigitte, was halten Sie von der Küsserei? Ja, da halte ich nicht allzu viel davon. Wir sind der Meinung, das war... Ja. So. Zweimal muss ich Herrn Moik das Küssen entziehen, bleiben 18 plus Spitze ist wieder 19. 19 mal 12 sind 228. Jetzt alles mal 228, kommen Sie mit. Wir haben Schallplatten, Sie sollen die Löcher einstanzen, ja? Ja, wir wollen mal sehen, wie das geht. Ja, also, Sie schauen, das haben wir hier mal eine Platte. So, hinein. So runterdrücken, dann kommt hier schon die Mitte raus. Sie sehen, Loch gestanzt. Das ist schon Ihr erster Punkt. Den geben wir Ihnen. Lege ich jetzt gleich richtig vorne rein. So, bitteschön. Einer hier, einer da. Wie Sie wollen. Sie nimmt ab, Beinling bis zum Anschlag. Nein, 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 nicht Hudung. Achtung, Dalli. Dalli. Dalli.
Beispiel Platz hinüber, wir wollen mal schauen. Joi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und damit Sie sehen, dass das nicht die gleichen Platten waren, werden wir gleich diese auch mal auflegen. Ich glaube, ich habe noch genug aufgezogen. Nur wollen wir runter können. Mein Bruder macht sich tot für die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnen. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertun. Ja, danke schön, das soll der Bruder sein. Hat auch geklappt. Bitte. 3876 Punkte waren. 3876 Punkte. Liebe Freunde, Sie werden aber meiner Meinung sein, für die beiden Mannschaften. Ich wollte sagen, Sie werden meiner Meinung sein, beide Mannschaften haben ganz hervorragend mitgespielt. Sie sind nachher bei um den dritten Platz, wird sehr interessant. Und Sie sind im Finale schon ein bisschen außer Puste. Aber das ist nur beim Lachen. Nur beim Lachen. Gut, wir kommen zu unserer Dalitonleiter. Liebe Gäste, wer hat Lust? Da ging ein junger Mann zuerst im blauen Pulli, der Arm hoch. Wenn Sie kommen wollen und sich das zutrauen, haben wir hier eine Dame. Da ist eine Dame, die schon aufsteht. Wenn Sie kommen wollen, ganz hinten. Den Mantel können Sie ablegen, wenn Sie wollen, wie Sie gern möchten. Kommen Sie ruhig hier zu mir. Wir warten schon auf Sie, wollen ja wissen, wer Sie sind. Grüß Gott. Guten Tag, sagen Sie. Also merke ich schon, Sie sind nicht aus Bayern. Ich komme aus Berlin. Berliner sind Sie? Das ist ja interessant. Landsmann, ja. Was arbeiten Sie denn? Als Krankenpfleger im Krankenhaus. In Berlin? In Berlin, ja. Wer sind Sie? Wir wollen ja auch Ihre Visitenkarte haben. Neubild Andreas ist mein Name. Neubild Andreas. Mhm. Im Krankenhaus arbeiten Sie. Wie sieht's aus? Interessieren Sie sich für Sport? Nicht allzu sehr. Also gestern Abend Bayern haben Sie nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen. Gar nicht. Adventsvorbereitungen machen Sie schon ein bisschen? Mache ich auch keine im Moment. Aber beim Quiz dachten Sie, ich melde mich mal, vielleicht habe ich Glück. Ja. Wer drückt denn für Sie die Daumen? Meine Freundin. Meine Freundin. Die ist hier? Nee, die ist in Berlin, die guckt. Die guckt. Ich muss für heute arbeiten noch. Ja. Wie heißt sie? Susi. Susi, drückt die Daumen. Wer sind Sie? Mein Name ist Sträger, Bernadette Sträger. Bernadette, ist ja ein schöner Name. Ja, mir gefällt er auch richtig. Ja, nicht? Von Werfel, der Roman, das Lied der Bernadette. Richtig, genau. Was machen Sie denn tagsüber? Ich bin in einer Firma, wir stellen Funksprechanlagen her. Und da bin ich, das nennt sich technische Sachbearbeitung. Und mir gefällt es recht gut dort. Arbeit macht Ihnen Spaß? Ja, ich bin schon fast 10 Jahre dort. Das ist ja herrlich. Verheiratet? Ja, auch 10 Jahre fast. Ach so. Ihr Mann vor der Arbeit kennengelernt oder nachdem Sie diese Arbeit angenommen haben? Zwischendurch. Haben Sie noch Zeit gehabt? Schön. Dann wollen wir mal beginnen. Wo wollen Sie sitzen? Sie dürfen sich das aussuchen. Hier vorne, bitte schön. Sie gehen da nach drüben. Ja? Und Sie bekommen einen Knopf. Können Sie ja mal drücken, zeigen, ob es geht. Sie bekommen diesen Knopf. Drücken Sie mal drauf. Sehen Sie, jetzt können Sie drücken. Geht's nicht. Also wer zuerst drückt, hat jeweils den Zuschlag. Und nun geht's los. Wie heißt das New Yorker Opernhaus, das kürzlich seinen 100. Geburtstag feierte? Metropolitan. Jawohl, der erste Punkt. In welcher Stadt befindet sich die Davidswache? In Hamburg. Richtig. Was bedeutet die Abkürzung BTX? Die Abkürzung weiß ich nicht. Ich weiß nur, das ist ein... Nee, weiß ich nicht. Na, was ist es denn? Nee, weiß ich nicht. Sie wissen nicht, was BTX ist? Nee. Das ist Ihr Gebiet eigentlich. Nee. Bisschen. Ja? Nein? Nein, also muss ich ihn abziehen, kriegt er einen schon dazu. Wissen Sie es? Nein, weiß ich nicht. Dann habe ich es damit mal vielleicht ein bisschen bekannt gemacht. Bildschirmtext, wird ja sehr viel drüber gesprochen. Schon sicherlich gehört. Welche deutsche Stadt bewirbt sich als Austragungsart für die Ort für die Olympischen Winterspiele? Garmisch. Nein, muss ich ihn wieder abziehen. Ich muss ihn ja wegnehmen, dann kriegt er wieder einen dazu. Wissen Sie es? Das weiß ich leider auch nicht. Berchtesgaden, nicht? Das ist, ging jetzt durch die Presse. Was tut jemand, von dem man sagt, er hält Maulaffen feil? Wissen Sie auch nicht? Nee. Also, so wie Sie. Nichts jetzt, nicht? Guck nur so. Also. Was versteht man denn unter dem Begriff Printmedien? Auch nicht? Nee. Zeitungen, Zeitschriften, also alles, was gedruckt wird. Heinrich Riedmüller spielt Ihnen eine Melodie an. Bitte nennen Sie mal den Titel. Und
Dankeschön. Sah ein Knab, ein Röslandchen, da kann ich Ihnen empfehlen. Wir haben ja unsere Dalli-Dalli-Aktion, Dalli hilft, kein schöner Land. Gibt es auch als Kassette, als Platte. Da ist das Lied drauf, kein schöner Land. Auch ein Buch haben wir herausgebracht. Wenn Sie das also kaufen, machen Sie sich eine Freude. Und außerdem helfen Sie gleichzeitig einer in Not geratenen Familie, denn wir unterstützen ja jetzt zwei. Dann wollen wir mal sehen, dass wir weiterkommen, nicht? Ja, ich hoffe es. Ist wieder eine schwere Frage, aber ich meine, das gehört hinzu, da auch viele Freunde drüben sich freuen werden. Wie heißt denn die deutsche Ostseeinsel, die wegen ihrer Kreidefelsen bekannt ist? Weiß ich nicht. Als Berliner? Keine Ahnung. Rügen, eine der schönsten Inseln. Da merkt man, dass wir eben nicht mehr so viel zusammenkommen. Ja, welches Musikinstrument ist das Nationalinstrument der Schotten? Dudelsack. Dudelsack. Ein Punkt kam er wieder. Schön, wunderbar. Wie nennt man die Organe, die im Körper Reize und Sinnesempfindungen, aber auch Bewegungsimpulse weiterleiten? Nerven. Ja, das mussten Sie ja wissen, wenn Sie im Krankenhaus arbeiten. In welcher deutschen Großstadt befindet sich der Römer? Das Rathaus der Römer. Mehr darf ich aber jetzt nicht sagen. Nein? Weiß ich nein. In Frankfurt. Wie nennt man denn in Österreich die Reifeprüfung? Bei uns nennt man sie Abitur. Auch nicht? Nein. Hoffentlich gehen mir heute die Fragen nicht aus. Matura. Was bedeutet die Abkürzung DB in Großbuchstaben? Ja, Sie sind's? Deutsche Bundesbahn. Deutsche Bundesbahn. Ja, stimmt ja. Ist ja gut. Sie waren nicht so schüchtern. Durch welche Kunst wurde der Franzose Marcel Marceau weltberühmt? Was hat er gemacht? Marceau. Ich komme nicht aufs Wort im Moment. Na, machen Sie es vor. Was hat er gemacht? So Handzeichen und Zeichen. Also. Und wollen wir es anerkennen? Pantomime? Ja, gut. Ja. Erkennen wir an. Schön. Genau aufpassen. Welches Abführmittel besteht aus Eisen? Eine Scherzfrage. Welches Abführmittel besteht aus Eisen? Wissen Sie nicht? Handschellen. So. Ja, das lassen wir gleich weg. Wie nennen die Seeleute eine schadhafte Stelle am Schiff? Ein Leck. Jawohl, das ist richtig. Ein berühmter römischer Feldherr wurde 44 vor Christus getötet. Wer war es? Nein, Julius Caesar. Da war ich noch zu jung. Das ist richtig, aber Schule hat man. Ich war auch zu jung, damals war ich noch nicht da. Wie nennt man denn in Nordamerika die berittenen Rinderhirten? Cowboys. Cowboys, ja, das ist richtig. Welche Wettkämpfe werden in einem Velodrom ausgetragen? Radwettkämpfe, ich mache es jetzt mal. Machen wir gleich weiter. Welcher deutsche Komponist schrieb alle Texte zu seinen Opern selbst? Wissen Sie auch nicht? Wagner? Na, das hatte ich ja noch nie. Wie heißt denn die Führerkabine im Flugzeug? Cockpit. Richtig, das ist Ihr Punkt. Wie heißt der deutsche Fußball-Bundestrainer? Jupp Derwall. Ja, das ist richtig. An welchem Fluss liegt das goldene Prag? An der Moldau. An der Moldau, das ist richtig. Wissen Sie, wie die beiden ersten Motorflieger der Welt hießen? Wer das war? Motorflug. Zu alt bin ich. Die Gebrüder Wright? Ja, mit der letzten Frage. Alles gemacht. Wunderbar. Also heute muss ich Tempo machen. Sie sind der Sieger. Gratuliere Ihnen, Sie sind zweite Siegerin. Wir gehen gleich mal zum A. Diesmal werde ich aber Briefe bekommen. Greifen Sie mal zu, bitte sehr. Was haben Sie gewonnen? Einen Tischfernseher. Darf ich Ihnen sagen? Bitte schön. Danke nicht. Alles Gute. Wiederschauen. Und wir gehen zum Vorhang. Bitte sehr. Ja, darf ich Ihnen das mal zeigen? Also diese Eisenbahn ist nicht für Sie, sind ja nicht verheiratet. Das ist was für Kleinkinder. Ich sage, da fährt man so, geht's vorwärts, dreht man so, geht's rückwärts. Das ist eine so ganz leichte Sache und da muss man drücken, dann ist Stopp. Ja, muss aber gehen. Ach, ich habe sie entgleisen lassen. Das war meine Schuld. Sehen Sie, so läuft sie vorwärts so, und so geht's drauf. Sie bekommen von uns, halt mal an, Kleiner. Einmal Goldbarren, Goldbarren, 10 Gramm Gold, 10 Gramm Gold, 10 Gramm Gold, 5 Gramm Gold. Haben heute 34 Mark das Gramm gekostet, ohne Mehrwertsteuer. Die müssen wir auch noch bezahlen. Das möchte ich Ihnen überreichen. Und noch etwas möchte ich sagen.
Wir möchten gern so eine Bahn verschenken an ein Kinderheim zu Weihnachten, Waisenhaus oder Kindergarten. Wenn Sie also wollen, dass Ihr Kindergarten oder Ihr Kinderheim eine solche Bahn bekommt, schreiben Sie uns. Wir werden vor Weihnachten auslosen und eine solche Bahn hinschicken. Ihnen alles Gute. Sie haben mich zum Schwitzen gebracht. Beide. Dankeschön. Wiedersehen. Ja, danke. So. Ich weiß nicht, Sie zu Hause wollen mir sagen, ob die Fragen schwer waren oder ob sie nicht schwierig waren. Ich glaube, das ist so eine Mittelwissensfrage. Also wer viel Zeitung liest, der weiß Bescheid. Ja, das Wort hat nun einige Minuten Pause. Wir kommen zum Gesang. Und bei uns heute eine Künstlerin, die sich sehr wandelte, deren Repertoire immer größer wurde. Angefangen hat sie und wurde bekannt im Lido von Paris, dann wurde sie Solosängerin, dann sang sie Chansons, moderierte große Unterhaltungssendungen bis zu Eurovisionsabende. Ich spreche von Marlene Scharell. Und irgendwie ist sie mit unserem Motto Dalli Dalli nicht einverstanden, weshalb soll sie ihn lieber selbst sagen. Ein Chanson von Hans Huberten, begleitet von unseren Musikanten, erleben Sie nun Marlene Scharell. Hey, Marlene, wo bleibt sie denn? Ich komm ja schon! Ich komm ja schon! Dalli Dalli! Bei mir geht nichts. Dalli Dalli, ich lass mir stets genügend Zeit. Und ruft ein Mann mal an, ob er mich sehen kann, dann sag ich, Schätzchen, tut mir leid. Bei mir geht nichts. Dalli Dalli, du wirst mir doch nicht böse sein. Denn erstens mag ich dich und zweitens trag ich dich in meine Warteliste ein. Ja, und laufen bis zum Staufen, so ein Stress, das mag ich nicht. Alles rastet, keiner hastet, denn nur so bin halt ich. Warum hetzen, warum eilen und warum nicht mal verweilen? Das bin ich. Warum hetzen, warum eilen und warum nicht mal verweilen? Alles hastet, keiner rastet außer mir. Warum auf Touren wie ein Diesel sein und warum flink so wie ein Wiesel sein? Nein, nein, die Schildkröte ist mein Lieblingstier. Denn genau wie bei ihr, so bei mir, da geht nichts. Dalli, Dalli, und fragt ein Herr vom Fernsehen an. Wären Sie gern Quizmaster, sag ich gewiss, Master, und demonstriere gleich, was ich kann. Mein Quiz, das heißt langsam, langsam. Herr Kandidat, sind Sie bereit? Okay, dann zeigen Sie mir doch mal, was Liebe ist. Sie haben 15 Stunden Zeit. Marlene Scharell, vielen Dank, Marlene, für den Besuch. Wo geht's denn von hier aus hin? Direkt nach Berlin, eine Stadt, die Sie auch sehr kennen und sehr lieben. Da bin ich geboren. Fein, dann wünschen wir viel Erfolg und ich möchte mich nochmals bedanken, dass Marlene Dank heute bei unserer Sendung dabei war. Dankeschön. So, wir kommen zur zweiten Runde. Kurzweil gegen Konferenz. Zwei sehr unterschiedliche Paare werden Sie jetzt hier begrüßen können. Zwei typische Unterhalter, ich kann schon sagen Spaßmacher, messen sich mit zwei Politikern, die hier beweisen werden, dass politisch Lied nicht immer ein garstig Lied sein muss. Ja, unsere beiden Spaßmacher sind aus verschiedenen Richtungen später auf ein Gleis eingelaufen. Der eine moderierte Rock-Pop-Sendungen, dann große Unterhaltungsshows. Der andere ist einer der lustigen Liedermacher, hatte auch schon eigene Fernsehsendung. Beide drehten dann zusammen Filme, waren also wie ein Komikerpaar, beinahe wie Wilhelm Busch, Plisch und Plum. Wir erwarten nun also Kurzweil, Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Thomas, wie groß sind Sie eigentlich? 1,92. 1,90. Dankeschön, 1,70. So. Thomas, Sie haben einen Bart, sehe ich.
Nein, das ist nur so ein Ansatz. Ich meine, ich habe mal die Madame Tessier gegeben und seitdem haben ab und zu Herren versucht, mich auch auf einer Straße zu küssen. Und jetzt habe ich gedacht, ich werde was meine Männlichkeit betonen. Es gibt aber auch Damenbad. Ja gut, also ich weiß noch nicht, ob das das wäre. Ja. Habe ich gerade auch gelesen, Sie wollen ein Jahr nach England gehen? Ach, ein Jahr ist nicht richtig. Ich meine, ich werde nicht zum 1. Januar ausziehen, am 31. wiederkommen. Ich werde mich ein bisschen absetzen. Ich habe seit 5 Jahren jeden Tag Radio gemacht. Das lasse ich jetzt mal ein Jahr bleiben. Aber ich mache da sowas weiter. Und ich werde auch ein bisschen Englisch lernen, hoffe ich, dort. Das ist, und England ist so ein Kindheitstraum von mir. Ich mag die Engländer und ich habe mich da immer wohlgefühlt. Carnaby Street, so zu meiner Zeit. Gehe ich mal gucken ein bisschen. Ja, wie sieht es mit den Filmen aus, wenn Sie Filme wieder drehen? Film? Na, das, ich habe nie einen Film gemacht. Das müssen Sie verwechseln. Ich meine, Mike Krüger hat einen Film gemacht über seine Mike, Nase. Mike, haben Sie einen Film gemacht? Das letzte Einhorn, ja. Nein. Mir geht es nur darum, dass wir ja, da gab es ja schon Ärger, wir wollen ja nicht über einen Film sprechen. Sie haben würden wir im Fernsehen nie tun. Also nie. Thomas und ich würden im Fernsehen nie über Filme reden. Sie auch nicht. Schon gar nicht über unsere Filme. Ja, das ist richtig. Sie auch nicht. Jetzt muss ich aber eigentlich mit Mike noch unterhalten. Mike, ein paar Fragen will ich stellen. Der Knubbel ist passé, Nippel ist passé, mein Gott, Walter ist passé. Was ist denn in? Zurzeit ist in Bodo mit dem Bagger, also ein Lied aus der Arbeitswelt. Bodo mit dem Bagger, ja. Worauf reimt sich denn Bagger? Bodo mit dem Bagger, wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist Bodo mit dem Bagger und er baggert noch. Ja, das ist ja toll. Ein ganz toller Text, den wir da wieder haben. Ja. Wer seine Shows besucht, der weiß, dass er gern Kollegen parodiert. Haben Sie wieder einige neue Kollegen? Ja, jetzt muss drauf? Man natürlich die neue Welle sich vornehmen, neue deutsche Welle. Ich habe mir mal vorgestellt, wie die mein Gott, Walter, hätte ich fast gesagt, Old MacDonald hat eine Farm singen würden. Das geht dann zum Beispiel, völlig losgelöst von der Herde zieht MacDonald. Oder, und die Kuh hat schon wieder auf die Henne gespuckt. Die versaut unser Butter-Agrarprodukt. Ja, ja, die Kuh hat schon wieder. Sehr gut, danke. Fangen wir an, nehmen wir bitte Platz. So, Kurzweil gegen Konferenz. Hier kommt die erste Frage, 3 Aufgaben. Liebe Freunde, was lässt alles Ihr Herz schneller schlagen? Thomas beginnt. Dalli. Mädchen. Moment, also. Dalli, Dalli. Mädchen. Meine Frau. Autos. Meine Schwiegermutter. Mike's Schwiegermutter. Mein Schwiegervater. Fahrräder. Meine Tochter. Motorräder. Autos. Motorboote. Flugzeuge. Ja, das genügt schon, das waren 12. Einmal Autos zu viel, bleiben 11. Ja. Ich habe Auto gar nicht gesagt. Doch. Hat er vielleicht zweimal gesagt. Keiner. Tatsächlich? Stellen Sie sich vor, Sie leben Anfang des 19. Jahrhunderts. Dann stellen wir uns vor, es gibt schon Radio und Fernsehen. Ja. Ja. Sie haben die Chance, Napoleon zu interviewen. Ja. Wir geben 20 Sekunden, weil man ja mehr als ein Wort dann an ihn richtet. Was werden Sie ihn fragen? Sie beginnen. Dalli, Dalli. Was er in der Hand hat, wenn er die Jacke mit reinsteckt. Ja, haben Sie keine Handschuhe? Wie er seine Locke so schön hinbekommt. Essen Sie gerne Äpfel? Warum er seinen Hut immer so trägt und nicht so. Essen Sie gerne Birnen? Wie es auf Elba war. Fliegen Sie gerne? Wie viele Frauen er gekannt hat in seinem Leben. Fahren Sie gerne mit Schiffen? Was er getrunken hat. Was für ein Auto fahren Sie? Ob er gerne ins Kino geht. Essen Sie gerne Karotten? Ja, vielen Dank. Alles okay, 14. Alle 14 werden gegeben. 11 mal 14 sind 154. Und wir müssen sagen, Sie sind gut verheiratet, das sage ich vor dieser Runde. Wir haben hier Damen, Sie sollen Damen jetzt verschönern, das Make-up machen. Ja, kommen Sie bitte mal mit, ich will Ihnen das mal zeigen. Hier sind insgesamt 4 Damen jetzt hier am Vorhang. Sie können aussuchen, Mike, welche möchten Sie denn? Ich nehme ganz rechts. Ganz rechts, wenn Sie kommen wollen. Und Thomas? Großes Gesicht, damit viel reingeht. Ja, wen denn? Ja, kommen Sie. Gut. Sie nehmen hier Platz. Ich darf sagen, also hier ist Nagellack. Immer 2 ist ein Punkt. Also 2 Finger, ein Punkt. Oberlippe, Unterlippe, ein Punkt. Schönheitspunkte können Sie machen. Wimpern haben wir da. Rouge können Sie auflegen. Ohrclips haben wir da. Auch eine Perücke ist da. Die würde ich zum Schluss aufsetzen. Und mit der Mike. Alles klar? 60 Sekunden? Dann machen Sie die Damen mal so richtig schön und Augenbrauenstift. Dalli, Dalli. Das sind Augenbrauen, die Charlie Chaplin machen. Ja. Hälfte der Zeit ist vorbei.
100 Sekunden. 5. Ich hatte es mir ja ein bisschen anders gedacht, ich gebe es zu. Bleiben Sie mal so, wir wollen mal sehen. Erstmal die Finger. Gucken Sie sich das mal an, die Jury auch. Können wir alle 10 Finger geben? Ja. Oh, 10. Die beiden, es muss vom Stierkampf sein, vom Bullen abgesehen. So, 12. Dann haben wir die beiden Wangen sind 14. Also die Schönheitspunkt J1 sind 16. Oberlippe, Unterlippe sind 18. Ohr, was dran am Ohr? Nein. Nichts dran. Und die Perücke. Dann haben wir? 19, also 10. 10. Wir runden nach oben auf, ja? 10 ist die Hälfte. Jetzt kommen Sie. Darf ich, ja, wir dividieren. Darf ich mal fragen, Thomas, was soll das sein? Ja, Charlies Tante. Charlies Tante? Ja. Es sollte ja keine Masken, die sollten auf die Straße gehen. Also kann man das anrechnen? Ich sag's Ihnen, ein Psychologe würde sagen, er will seiner Frau den Mund stopfen. Und ach so. Sehr interessant. Also die Jury muss entscheiden, ob wir das als Punkt geben wollen. Ja, mal sehen. Jetzt hat sie Damenbart. Also kann man das geben? 1, 2, kann man auch hier noch mal gucken? Die sind richtig schön. Sie haben mir vorher gesagt, es gibt Damenbart. Vor 5 Minuten. Ja, das stimmt. Ja, ja. Richtig gut. Ein Finger ist nicht. Also hier haben wir 9. Dann geben wir also das noch dazu. Das sind 10, die Hälfte. Der Bart ist 11. Ober- und Unterlippe sind 13. Die beiden Schönheitspunkte 15. Dann hier auch 17, 18. 19, hier ist nichts dran. 19, wieder aufrufen, sind 20, sind 10. Rouge noch 2. Ja. 21. Ja. Und sind 22, sind 11. Und Spitze dazu, wie viel sind es dann insgesamt? 100. Nein. Wie viel? 12 sind 22. 22. Dann haben wir 22 mal 154. 3388. 3388 Punkte haben Sie. Ja, liebe Freunde. Unter dem Begriff Konferenz spielen jetzt bei uns zwei Politiker mit, die wohl täglich zwei Konferenzen leiten müssen oder an ihnen teilnehmen. Wir wollen heute mal die Politik ein bisschen, Tagespolitik auf jeden Fall, hinten anstellen. Und wir haben hier sogar eine Koalition gebildet, CDU und SPÖ, das ist die Sozialistische Partei Österreich. Es kommt also jetzt der Bonner Familienminister und der österreichische Minister für Unterricht und Kunst. Damit ist also hier die Sitzung eröffnet. Das Wort erteilen wir nun den Kandidaten 999 und 1000 dieser Sendereihe, Dr. Heiner Geißler und Dr. Helmut Zilk. Dr. Heiner Geißler, Sie sind also Minister für Familie, Jugend und Gesundheit und Generalsekretär der CDU. Ist das nicht ein bisschen viel? Naja, also wenn man gute Mitarbeiter hat, man muss ein bisschen mehr arbeiten, ja, und ein bisschen schneller, so wie Sie, ein bisschen Dalli-Dalli. Dann geht das. Dann geht es, ja. Nun sind Sie auch ein Enfant terrible, auch in der eigenen Partei, auch mit der CSU. Wird dann Strauß nach Bonn kommen? Ja, das, die Frage musste kommen. Ja, muss ja kommen. Wollen wir ja wissen. Ja, also, ich will mal so sagen, wir können tauschen. Er kann meinen Job übernehmen, dann werde ich bayerischer Ministerpräsident. Ja, gut, ich werde ihm das eventuell erzählen. Auch mit der SPD haben Sie ja so ein bisschen Trouble, nicht? Naja, also mir tut es manchmal auch leid, wenn es so heftig hin und her geht. Man darf auch nicht drum herum reden, aber manchmal ist auch ein bisschen Temperamentsache. Bei mir stand schon im ersten Schuljahr im Zeugnis stand drin, er bringt den Lärm des Schulhofes mit in die Klasse. Und da hat sich nicht viel... Das ist eine ehrliche Antwort. Ja. Also Familie und Jugend haben Sie. Sie haben Frau, haben drei Kinder. Wie sieht es mit der Gesundheit aus? Treiben Sie Sport? Gut, ja. Also früher haben wir ja Fußball gespielt. Wir zwei auch schon mal miteinander. Ja, haben wir. In Berlin. Haben Sie aber nicht viel von mir gesehen. Immer den Hacken. Ja. Und? Ja, jetzt Waldlauf und Bergsteigen, Skifahren, ein bisschen Klettern. Nun bin ich Berliner, das ist heute schon ein paar Mal angesprochen worden. Ich habe eben in den Nachrichten noch gesehen, es sieht so aus, als ob von Weizsäcker Bundespräsident werden wird. Oder ja oder nein? Naja, also mir wäre es am liebsten, wenn er beides machen würde. Das wäre uns wahrscheinlich als Berliner auch. Und vielleicht darf ich hier noch ein Wort anfügen als Berliner. Ich habe es eben in Nachrichten gesehen. Wissen Sie, wir Berliner sind ja keine Provinzleute. Wir haben immer für Gesamtdeutschland berühmte Leute abgegeben. Sind wir stolz darauf, dass mal wieder einer von uns da in Bonn ein bisschen was wird. Nicht? Finde ich auch. So, jetzt zu Ihnen, lieber Dr. Zilk.
Ich muss auch den deutschen Zuschauern sagen, Österreich weiß es jeder, Sie waren Programmdirektor bei ORF. Ja. Jetzt sind Sie oben sozusagen im Aufsichtsrat, also Kuratorium. Können Sie jetzt das durchsetzen, was Ihnen als Programmdirektor versagt blieb? Also ich würde sagen, der Generalintendant ist immer noch derselbe. Ich hatte es früher leichter, ich konnte mich früher besser wehren als heute. Er ist wieder borstiger geworden. Ja? Ja. Aber wir schaffen das, nicht? Sie glauben es. Ja, wir schaffen das. Und dann muss man erzählen, Sie wurden ja dieses Jahr vereidigt als Minister und Sie kamen mit einer gebrochenen Zeh dorthin. Das ist ganz klar. Wie ist das passiert? Das hat einen tieferen Grund. Ich hatte Angst vor dem Amt, denn das Amt heißt Unterricht Kunst und beinhaltet auch den Sport. Und ich bin etwas temperamentvoll aufgestanden und zur Vereidigung geeilt, wie sich das gehört, und bin mit der linken kleinen Zehe hängen geblieben am Tischchen und habe daher den ersten Sportunfall gehabt. Bitte, als Minister. Ja, das ist, damit bin ich glaubwürdig für den Sport. Ja. Und der Minister, das müssen wir mal nachtragen, Sie kennen Dagmar Koller. Dagmar Koller, Musicalstar, Theaterstar, ist Ihre Frau. Sie sind aber nicht nur Ehemann, Sie sind als Minister für Kunst auch Ihr Vorgesetzter. Geht das gut? Also Vorgesetzter bei meiner Frau, lieber Freund Rosenthal, sie hat bei Ihnen dreimal gewonnen. Bei uns ist die Rollenteilung ganz klar. Ich darf das anordnen in der Familie, was sie sich wünscht. Ja, und noch etwas möchte ich hier für alle Theaterfreunde... Verzeih mir, wenn du zusiehst. Ja, verzeih. Für alle Theaterfreunde müssen wir sagen, Sie haben mit einer Tradition gebrochen. Im Burgtheater in Wien war es bisher so, es wurde nach der Vorstellung nicht mehr sich verbeugt, es durfte sich keiner verbeugen, es kam sofort der eiserne Vorhang runter und Sie haben ab September, darf sich auch im Burgtheater mehrmals der Vorhang öffnen. Das ist richtig, das ist eine Tradition, die sinnlos geworden ist, denn die kam ja daher, das Applaus galt nur für den Souverän, also für den Eigner des Theaters. Der Eigner ist die Republik Österreich. Und außerdem, stellen Sie sich vor, Herr Rosenthal, hier würde jetzt am Ende der Sendung der Vorhang runtergehen und Sie könnten nicht hupfen. Spitze! Ja, das machen gut! Sie der Zeh ist in Ordnung. Und ich möchte haben, dass die Burgtheater-Schauspieler auch Spitze rufen dürfen. Das ist schön, das hören wir gern. Und dann möchte ich zum Abschluss tausendster Kandidat dieser Sendung, nur der 999. Vielen bitte Platz. Die Blumen kann ich Ihnen wieder abnehmen. Die geben wir Ihnen dann am Schluss für Ihre Damen zu Hause. Es geht gegen 3.388 Punkte. Also aussichtslos. Nö, das will ich noch nicht sagen. Was lässt denn alles Ihr Herz schneller schlagen? Sie beginnen, Doktor. Dalli, Dalli. Liebe. Also das mit der Liebe ist eine Gemeinheit. Ja. Freude. Freundschaft. Ein guter Trunk. Klettern. Essen. Wein. Bier. Essen. Kleiner Schnaps. Kotelett. Theater spielen. Schnitzel. Ins Kino gehen. Ich möchte ja Berliner aber sagen, der ist ganz schön verfressen. Es wurde sehr viel gegessen. Ein Essen müssen wir abziehen. 12 Punkte bleiben dann noch. 12. Alles jetzt mal 12. Stellen Sie sich vor, Sie leben Anfang des 19. Jahrhunderts. Es gibt schon Radio, Fernsehen, alles, was es heute gibt. Und Sie sollen Napoleon interviewen. Welche Fragen stellen Sie an ihn? 20 Sekunden. Dalli, Dalli. Wie war es vor Moskau? Wie war es auf Elba? Bei den Pyramiden? Warum hat er so viele Kriege geführt? Was war's mit den Frauen? Wäre Mitglied der Friedensbewegung geworden. Hätte er nicht bessere Gesetze machen können? Wie war's in Deutschland? Warum hat er Schönbrunn besetzt? Und wie war's in Moskau? Und warum hat er den Herzog von Reichstadt umgebracht? Und ja, danke schön. Das soll reichen. Das waren ganz schöne Fragen. Sehr schön. Da haben sich die Herren wohlgefühlt. Aber Sie waren zweimal in Moskau. Bleiben 10. 10. 10 mal 12 sind 120. Und nun wollen wir mal sehen, wie Minister zwei Damen verschönern. Und sind ja auch lange Zeit verheiratet. Sie wissen ja, wo alles so hingehört. Kommen Sie bitte. Wir haben Nagellack, wir haben Augenbrauenstift, wir haben Jumbo-Wimpern heißen die, nicht? So in, wenn Sie das mal ein bisschen zurückmachen. Welche Dame möchten Sie denn? Ja, überlegen Sie sich. Sie dürfen was Sie dem Hausherrn sind. Also wo möchten Sie, an welcher Dame? Weil ich schon rechts stehe. Gut, dann gehen Sie mal. Sie rechts stehen. Er kommt. Das stimmt. Ja. Rechts, links. Ja, also für dort, ja gut, okay. Also Achtung, hier haben wir also Rouge, da ist Nagellack und so, hier ist Lippenstift, hier sind Ohrclips, alles, was Sie brauchen. Achtung, 60 Sekunden. Und es gibt immer für zwei einen Punkt. Zwei Fingernägel, einen Punkt, Unterlippe, einen Punkt und so. Wir runden aber auf. Dalli, Dalli.
Und was haben wir noch? Dankeschön, wunderbar. Ja. 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 Eine Seite. Einen können wir nehmen. In Berlin würde man sagen, sie ist Hauptdarstellerin im Chenou. So. Sie gehen bitte hier rüber, wir wollen mal jetzt. Ja, herrlich. Das kann auch mal eine Punkfrisur ist das beinahe, nicht? Also, was haben wir denn? Alle Fingernägel? Ein Punkt da auch, ja. Das ist der Außenritzberger oder so, muss man sagen. 5, 10 wollen wir alle geben. Ja. Ja, ja. 10, dann haben wir hier Mund oben und unten. Das ist richtig. Zweimal hier Schönheitsflecke sind 16. Eine Jumbo-Wimper 17. Haben wir hier noch Ohrclips dran? 18, 19. Und dann haben wir die Perücke 20. Das sind also 10 Punkte. Sehr gut. Jetzt komme ich zu Ihnen. Können Sie noch durchgucken? Sonst können wir die Jalousie noch hochziehen, wenn Sie wollen. Also hier haben wir 10 und 10 sind, also 5 und 5 sind 10. Oben, was ist denn das für ein Punkt am Kinn, wenn ich fragen darf? Das ist Spezialität von mir. Also Spezialität. Also bei ihm war es, können wir auch nehmen, also 2, 10, 13 Schönheitspunkte, 15, dann Rouge sind 17, Augenbrauen sehr hochgezogen, 19, die beiden Wimpern 21, ja? Und Ohrclips 23. Dann haben wir 12. Also hier 12 und dort 10, das sind wieder 22. 22 Punkte, 22 mal 120. 2640. Eine sehr gute Leistung. Wir wollen Ihnen gratulieren. Sie spielen nachher mit um den dritten Platz und Sie beide sind im Finale. Herzlichen Glückwunsch beiden Mannschaften. Liebe Freunde, ich will jetzt ganz kurz noch bekannt geben, wir wollen eine neue Runde starten, kleine Stadt, ganz groß. Und zwar haben wir uns gedacht, die großen Städte, Millionenstädte, Städte, die mehr als 100.000 Einwohner haben, die bekommen große Unterhaltungssendungen, riesige Shows, aber die kleinen Städte, die sind da ein bisschen schlechter dran. Und nun wollen wir alle Einwohner kleinerer Städte oder Großgemeinden bis zu 15.000 Einwohnern an unserem Spiel Dalli Dalli beteiligen. Wir stellen eine Aufgabe an die ganze Stadt. Und wenn Sie wollen, dass Ihre Stadt, Ihr Ort mitspielt, dann schreiben Sie uns eine Postkarte. Aber bitte lassen Sie es von der Verwaltung bestätigen oder vom Bürgermeister oder vom Stadtdirektor. Denn wir kommen sonst hin und man sagt dann in der Gemeinde, nee, wir wissen davon gar nichts. Also das muss schon bestätigt sein und dann könnten Sie bald mitspielen. Wer kennt sich in der Landwirtschaft gut aus? Wer mit der Antwort schnell ist, erntet bald Applaus. Es geht um Rind, um Kalb, um Huhn und Sau, um Tierzucht, Acker, Milchwirtschaft und Pflanzenbau. Wer weiß nun was von Melken, Pflügen, Dunk, von Feder, Zinken, Ecken, Saat und Stall, von Dreschmaschinen, Feld und Flurbereinigung. Wir atmen nun gesunde Landluft ein und wer die Uhr besiegt, wird schnell Gewinner sein. Ja, Landwirtschaft. Ein schwieriges Gebiet für einen Städter, obwohl ich ja mal ein Jahr gearbeitet habe auf dem Land. Aber es gibt noch unterschiedliche Ausdrücke zwischen Österreich und Deutschland und ich hoffe, dass es dennoch gut geht. Wir haben diesmal zwei Österreicher ausgelost und zwei sehr nette Kandidaten. Die erste Kandidatin kommt aus Wels und ich bitte nun zu mir Frau Erna Tannhofer. Frau Tannhofer. Was machen Sie so tagsüber? Ich arbeite in einer Heizungsherstellungsfirma, mache Tränk. War zuerst 8 Jahre zu Hause in meiner elterlichen Landwirtschaft tätig. Also da haben Sie 8 Jahre in der Landwirtschaft gearbeitet. Ja. Was war das? Wie groß war der elterliche 13 Betrieb? 13 Hektar. Hauptsächlich Landwirtschaft oder auch Vieh? Vieh auch sehr viel. Ja. Beides. Ja. Und Sie sind nicht nervös, ganz ruhig bleiben? Ja, etwas schon. Naja, werden wir schon machen. Das wird schon klappen. Sie setzen sich jetzt ganz hin. Und wenn ich zu schnell spreche, ich will deutlich sprechen, aber ich will natürlich keine Zeit, dass Sie keine Zeit verlieren. Hier oben, liebe Freunde, das möchte ich noch ansagen, ist ein Licht. Ich werde immer gefragt, warum machen Sie manchmal Pausen? Wenn jemand eine Antwort nicht geben kann, dann wird er durch Sekunden bestraft. Das heißt also, hier ist ein Licht, jetzt kommt die Antwort nicht, dann kommen 5 Sekunden und dann kommt erst die nächste Frage. Hier sind 2 Packen. Welchen soll ich fragen? Ja, oder ja diesen? Links. Diesen? Ja. Gut. Achtung, es geht los. Genau konzentrieren, sonst an nichts anderes denken.
Wie nennt man Großraumbehälter zur Lagerung von Futtermitteln? Silo. Richtig. Nennen Sie eine Rinderrasse. Simmentaler. Ja. Was ist Dengeln? Schärfen. Ja, einer Sense. Mit welchen Beinen steht eine Kuh zuerst auf? Den hinteren. Ja. Wie viel A hat ein Hektar? 100. Ja. Nennen Sie eine Pflanze, die den Boden mit Stickstoff anreichert. Mais. Mais. Nein. Luzerne, Klee, Bohne, Wicke. Wo sitzen die Schneidezähne beim Rind? Vorne. Ja, ja, da vorne sowieso, in der Zähne. Wo? Unten. Unten ist richtig. Wie viel Zinken hat eine Mistgabel? 4. Ja. Wie heißen die Jungtiere der Ziegen? Kitz. Ja. Nennen Sie eine Ölfrucht. Pferdebohne. Pferdebohne. Ja. Was sind Nüstern? Nüstern. Weiß ich nicht. Nasenlöcher. Was ist eine Garbe? Vom Getreide so zusammengebunden. Gut. Wie nennt man das weibliche Schwein? Sau. Ja. In welchem Monat soll der Raps gesät werden? September. Hm, im Norden im August. Nennen Sie einen Rindermagen? Pansen. Ja. Wie nennt man die Werte, die angeben, ob es sich um einen sauren Boden handelt? pH. Ja. Welches ist die geforderte Mindestkeimfähigkeit bei Weizen, Roggen, Hafer? 85%. Ja. Wie lange dauert die Trächtigkeit beim Pferd? 11 Monate. Ja. Was ist Kopfdünger? Auf das Getreide drauf. Ja, oben drauf auf die Pflanze gegeben. Welchen Mineralstoff brauchen Kühe am meisten? Eiweiß. Nein. Calcium. Nennen Sie eine Futterpflanze. Ja. Aber 640 Mark. 640 Mark ist doch schön. Sind über 4.500 Schilling. Darf ich Ihnen noch den silbernen Rosenthaler überreichen? Das ist für Sie. Vielen Dank. Es hat doch gut geklappt und sie hatte solche Angst und so gezittert. Unser zweiter Kandidat kommt aus St. Marienkirchen und das liegt gar nicht weit von Wels entfernt. Ich bitte nun zu mir Herrn Albert Winkler. Herr Winkler. Bevor ich Sie frage, mir hat ein Aufnahmeleiter erzählt, Sie haben Frau Tannhofer im Auto mitgenommen. Nein, das ist eher umgekehrt. Sie hat mich mitgenommen. Ach, sie haben Sie mitgenommen? Ach, sie hat Sie mitgenommen. Ja. Das ist ja besonders nett. Was machen Sie tagsüber? Ich arbeite im elterlichen Betrieb in der Landwirtschaft. Wie groß ist der Betrieb? Ungefähr 40 Hektar mit zugepachteter Fläche. Ja. Nun gibt es ja bei der Landwirtschaft keine 40-Stunden-Woche, aber wenn Sie Freizeit haben, was machen Sie dann gern? Ich arbeite in einer Jugendorganisation, nennt sich Landjugend, das gibt es, glaube ich, in Deutschland auch. Ja, gibt hier auch die Landjugend, gehört zum Bundesjugendring und Landesjugendring, ist sie dabei. Ja, wollen wir es mal probieren? Darf ich noch ein paar Grüße durchgeben? Na bitte, wenn es ganz schnell geht. Ich grüße besonders alle meine Freunde und Bekannten, besonders auch die Einwohner meiner Heimatgemeinde St. Marienkirchen und die Landjugendmitglieder des Bezirkes Efering. Haben wir alles jetzt gegrüßt, was noch zu grüßen ist. Bitte schön. Sie sagen, kann ich beginnen? Ja, meine Zeit also nach der Frage von mir, dann starten wir erst. Wie viel Prozent Feuchtigkeit darf lagerfähiges Getreide höchstens haben? 14. Ja. Welcher Mist hat den höchsten Stickstoffgehalt? Hühnermist. Mhm. Was ist ein Schweizer? Ein Melker. Ja. Nennen Sie ein Getreide? Weizen. Ja. Wie viel Magen hat ein Rind? 4. Ein Rind? 4. Nee, ein Rind hat 3 Magen, also so wurde es mir gesagt. Wie lange brütet ein Huhn? 3 Wochen. Ja. Wie kann man Boden entwässern? Durch Drainagen. Ja. Wie viele Schneidezähne hat ein Rind im Oberkiefer? Im Oberkiefer? 4. Nee, gar keine. Wie viele Quadratmeter sind ein Aar? 100. Ja. Wie viele Zinken hat eine Heugabel? 3. Ja. Nennen Sie eine Schafsrasse? Dechsel, Schwarzkopf. Mhm. Wie hoch ist der Zuckergehalt der Zuckerrüben? Um die 16%. Ja. Wie nennt man eine weibliche Ziege? Geiß. Ja. Wie viele Beine hat ein umgebundener Melkschimmel? Ein. Ja. Nennen Sie eine Kaltblut-Pferderasse. Haflinger. Ja. Was tut man gegen sauren Boden? Kalken. Nennen Sie eine Art, um Futter zu konservieren. Silieren oder trocknen. Ja. Wie lange dauert die Trächtigkeit beim Rind? 285 Tage. Gut. Nennen Sie eine Rübenart. Eine Rübenart. Polydorus. Ja, na, ich dachte Zuckerfutterrübe, aber gut. Was mit welchem Bein steht ein Pferd zuerst auf? Der vorderen. Vorderen Bein. Nennen Sie ein Bodenbearbeitungsgerät. Ecke. Ja, in welchem Monat soll die... Es ist schon geschafft! 79! Ganz groß, nur 79 Sekunden. Aber ein
Kind hat drei Magen, wurde mir gesagt. Sie sagen wir haben vier in der Schule. La, Pansen und dritten. Fette Magen und Netzmagen. Ja, also der Netz, nein, das Netz ist ja rundherum um den Magen, wenn ich mich nicht irre. Und da drin sind die drei. Das Netz ist ja nicht der Magen. Nein. Na, so wurde es mir gesagt. Also wenn da werde ich wahrscheinlich 1000 Briefe bekommen. Sprechen wir nachher nach der Sendung drüber. Eine Stunde machen wir beide. So, die Goldenen Rosenthaler, ich möchte Ihnen gratulieren. Sie haben Ihre Sache großartig gemacht. Vielen Dank. So, liebe Freunde, wir haben beim letzten Mal das Land Bayern ausgelost. Wer nun eingeladen wird und wir brauchen ein neues Thema, das sagt uns Christian Neureuther. Ja, und für unsere Bayern-Fans wird es jetzt spannend, denn alle wollen wissen, wer ist bei uns das nächste Mal dabei. Da haben wir als ersten Herrn Dieter Schulz in der Gartenstraße 4 in 3501 Habichtswald. Und einen zweiten Kandidaten brauchen wir. Und dazu noch Herrn Friedrich Nothelfer im Grasgarten 11, 5063 Overath. Zwei Nicht-Bayern, also hier beim Bayern-Thema, kurz vor Weihnachten. Wir freuen uns auf Sie. Für den übernächsten DALI-Fragebogen brauchen wir ein neues Themengebiet. Sechs stehen wie immer zur Wahl. Jetzt schauen wir, welches Gebiet wir bekommen. Ja, den Tanz hat's getroffen. Da geht's also im Dreivierteltakt hier durch den DALI-Fragebogen. Machen Sie mit, 2500 Mark gibt's zu gewinnen. Dankeschön, Christian. Also Tanz und wir werden ab Januar einen Kandidaten einladen, einmal das Spiel durchführen, denn wir brauchen ja ein bisschen Zeit für die neue Serie Kleine Stadt ganz groß. Sie denken dran, eventuell eine Karte zu schicken. Ja, liebe Freunde, wir haben zu dieser Sendung einen Künstler eingeladen, den ich wirklich sehr verehre. Ich freue mich, dass er bei dem Jubiläum dabei ist. Es ist Peter Alexander. Und der Peter ist ja ein Mann, der immer wieder auf der Suche nach neuen schönen Texten, nach neuen Melodien ist. Und ich glaube auch, das ist mit ein Geheimnis seines dauerhaften großen Erfolges. Freuen Sie sich mit mir nun auf Peter Alexander.
Peter Alexander. Hier bin ich. Ja, Peter, die Melodie kam mir bekannt vor. Na, die wird wahrscheinlich auch Ihnen bekannt vorgekommen sein, meine Damen und Herren. Es ist die Titelmelodie zu der wunderschönen ZDF-Serie Ich heirate eine Familie. Es war ja ein Riesenerfolg. Ich habe es leider nicht sehen können, aber es soll ja fantastisch gewesen sein. Ja. Und diese Melodie hat mir so gut gefallen, ich habe gedacht, also die müssen wir eigentlich auch singen. Mhm. Und na, die Fernsehserie hat der Kurt Flantow geschrieben. Ja, nicht? Sehr schön. Und den Text zu diesem Lied hat der Dr. Kunze geschrieben. Ja. Also Hans, du, entschuldige vielmals. Ja. Wenn ich dich so anschaue, nach 125 Sendungen. Also, er sieht noch wie früher aus. Na wirklich. Aber ein altes Haus und so. Ja, ja. Alles Gute, Peter Alexander. So. Wir kommen zum Spiel an den dritten Platz. Konferenz gegen Komödie. Zunächst gilt es, einen Begriff zu finden. Ach, da hatte ich mal so ein Stück Stoff dran, aber ist weg. Aber es geht auch so. Achtung, Sie müssen raten. Die Uhr geht rückwärts. Dalli. Geht noch leider nicht besser jetzt. Ein Lebewesen? Ja, Lebewesen. Tod? Ja. Eine Gruppe? Nein, ein Lebewesen. Ein Lebewesen in diesem Jahrhundert? Nein. Ein Mann? Ein Mann. Im letzten Jahrhundert? Davor noch? In Mitteleuropa? Ja. Ein Staatsmann? Nein. Ein Künstler? Ja. Ein Musiker? Kein Musiker. In Deutschland? Ja. Ein Maler? Kein Maler. Ein Schriftsteller? Ein Dichter? Ja. Ein Dichter. Goethe? Nicht Goethe. Schiller? Schiller, da war's! Gut! 20 Sekunden verbraucht, bleiben also noch 73, das ist Ihr Multiplikator. Und wir erwarten gleich die Mannschaft Komödie, Johanna von Kotschan und Kurt Flato. Also, es gilt, einen Begriff zu finden. Darf ich mal Ihren Bleistift mit benutzen? Ich glaube, dann klingt es besser. Achtung, Sie wissen es halt, gilt, einen Begriff zu erraten. Dalli. Lebewesen? Ja, Lebewesen. Weiblich? Nein. Mann? In Europa? In Europa. Politiker? Kein Politiker, Mitteleuropa. Künstler? In Deutschland? Künstler, in Deutschland. Sänger? Nein. Der Schauspieler? Nein. Maler? Nein. Bildhauer? Nein. Dirigent? Nein. Dichter? Dichter. Dichter. Lebt er noch? Nein. Goethe? Nicht Goethe. Schiller! 20 Sekunden, Ihr Multiplikator ist jetzt 79, Sie dürfen jetzt mitschreiben. Jetzt kommt unsere fehlerhafte Szene. Sie wissen ja, da muss man dann suchen, was könnte wohl nicht stimmen. Und was nun bei uns gespielt wird, da haben wir unseren Dalli-Theaterdirektor, der ja unsere Szenen schreibt, auch er hat ein Jubiläum, Horst Pillau. Ja, liebe Dalli-Freunde, den Festbeitrag für unsere heutige Jubiläumssendung hat uns Friedrich von Schiller persönlich geschrieben. Wir bringen seine hochdramatische Tiefseeballade Der Taucher. Natürlich aktualisiert und Sie sollen die Fehler rauskriegen. Der Erzähler ist Ulrich Beiger, der todesmutige Jüngling Henner Quest. Und den König gibt in unser Ecki Eckehard Fritsch. Und damit viel Spaß und Vorhang frei. Wer wagt es? Rittersmann oder Knapp zu tauchen in diesen Schlund. Eine goldene Armbanduhr werf ich hinab. Schon verschlang sie der Nordseemund. Wer mir die Uhr nun kann wieder zeigen, dem mag sie gehören, sie ist sein eigen. Und schnell, ehe die Mordsee wiederkehrt, ein Jüngling sich Gott befiehlt. Und ein Schrei des Entsetzens war rings gehört. Schon hat ihn die Sintflut hinweggespült. Und stille wird's über dem Wasserschlund. In der Tiefe nur brause des Hohl, und bebend hört man von Mund zu Mund. O Jüngling, Hochherziger, fahre wohl. Es schwindet allmählich des Meeres Idyll. Das gläserne Blau wird schon trüb. In die Fluten ergießt sich der Großstädte Müll, und stumm fliehen Rochen und Hai und Polyp. Was sieht er dort unten mit entsetzter Miene? Da! Ölfässer wandern von Düne zu Düne. Kein Molch und kein Drachen wird dort mehr froh, und Fässern entweicht Dioxin. Dem kühnen Schwimmer im grauen Zoo in purpurnem Dunkeln Giftschwaden ziehen. Und oben, bedeckt, ohne Sperre und Riegel, ein persischer Ölteppich den Meeresspiegel. Der Krabbenfischernetze sind leer. Kein Goldfisch in farbiger Pracht. Nein, anderes ziehen sie hinter sich her. Ein Unterseeboot einer fremden Macht. Tief unten, wo höchstens nur Muschelklang rauschte, da lag es im Schlamm und im Schlick.
und es lauschte. Und sieh, aus dem finster flutenden Schoß erhebt sich schwanenweiß und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß und es rudert mit Kraft. Und mit emsigem Fleiß. Und er ist's. Und hoch in seiner Linken schwingt er die Armbanduhr mit freudigem Winken. Und er kommt. Mein König, es freue sich, wer da atmet im rosigten Licht. Da unten aber ist's fürchterlich. Und der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie bedecken mit Nacht und mit Grauen. O Jüngling, du Kühner, nun sage mir an, was gibt es ansonsten Neues im Meer? Das ZDF-Traumschiff zog seine Bahn und fuhr mit den lustigen Mimen einher. Was hast du auf dem Meeresgrund? Steine? Eines Ölbohrturms, lange metallene Beine. Du keuchest, mein Sohn. Dein Mund, es zittert dein Mund. Dein Atem geht auf und ab. Nun ja, mit der Zeit auf dem Meeresgrund, da wurde am Licht die Puste mir knapp. Ich sag's. Und ich bezahle sie aus eigener Tasche. Demnächst bekommst du eine Sauerstoffflasche. Drauf, der König greift nach dem Feuerzeug, schnell in den Strudel, es schleudert hinein. Bringst du das Feuerzeug wieder zur Stelle, so sollst du, ich schwör's, der Kronprinz mir sein. Die Wasser rauschen herauf und hernieder, den Jüngling bringt keines wieder. Danke. Ich verbiege hier im Bett. So, es darf nicht mehr geschrieben werden. Zweimal, dreimal. Die Mannschaft Komödie hat den höheren Multiplikator mal 79. Sie müssen beginnen, damit die anderen das nochmal durchlesen können. Wer will anfangen von den beiden? 20 Sekunden. Dalli, was war falsch? Dalli, Dalli. Sauerstoffflasche. Armbanduhr. Puste knapp. Nordseeuhr. Lustige Mimen. Sintflut. ZDF-Traumschiff. Großstadtmüll. Schlick. Hai. Unterseeboot. Rochen. Persischer Ölteppich. Polyp. Dioxin. Ölfässer. Düne. Düne Zoo. Müll. Giftschwaden. Kelsner Blau. Krabbenfischer. Nixon. Goldfisch. Unterseeboot. Sintflut. 21 Antworten innerhalb von 20 Sekunden, also sehr schön. Die Abhai und Rochen waren richtig und Düne und Müll war doppelt. 4 ziehen wir ab. Bleiben also 17 Punkte übrig. Es sind 1.343. 1.343. Und nun, liebes Duo-Konferenz, kommen Sie ein bisschen näher ran noch. Ja. Was war falsch? Dr. Geisler beginnt. Dalli, Dalli. Armbanduhr. ZDF-Traumschiff. Nordsee. Ölbohrturm. Sintflut. Sauerstoffflasche. Idyll. Feuerzeug. Müll. Giftschwaden. Großstadt. Persischer Ölteppich. Ölfässer. Krabbenfischer. Dioxin. Goldfisch. Zoo. Rochen. Giftschwaden. Hai. Unterseeboot. Polypen. ZDF. 22, ja? Drei waren richtig. Ja gut, aber 22 ja, Antworten, insgesamt. Das ist ja erstmal ein Beifall wert. Nicht? Das wollen wir doch mal sagen. Ganz toll. 22 in 20 Sekunden. Wie viel ziehen wir ab? Drei. 19 mal 73. 1.387. Donnerwetter, dann haben Sie noch den dritten Platz. Wir gratulieren, Silvan und Rosenthaler für Sie. Gut. Erst einmal, der Kleinen müssen wir zu Hause sagen, die Mutti war großartig. Das sagen wir den Kleinen auch. Und Kurt, ich möchte noch einmal sagen, wir kennen uns ja schon über 35 Jahre. Wie lange wollen wir nicht sagen, sonst rechnen die Leute nach, wie alt wir sind. Aber das war der größte Erfolg, den wir beide, also den ich mit ihm erleben durfte. Sein Erfolg, ich heirate eine Familie. Gibt es eine Fortsetzung? Ja, gibt eine. Gibt eine. Aber ohne Kind oder doch mit Kind? Nee, bei uns nicht. Also gut, schön. Liebe Freunde, wir wollen gleich weitermachen mit einem Spiel für unsere anwesenden Gäste. Wir wollen jetzt einen Gegenstand zeichnen und wenn ihn jemand bei sich hat, ganz schnell hier rufen, dann bekommen Sie ein kleines Geschenk und können vor die Kamera. Und dazu brauche ich meinen Kollegen aus Berlin, Oskar. Oskar, was werden wir denn heute malen? Ja, das wird ein Gegenstand sein, der Erleichterung schafft. Der Erleichterung schafft? Ja. Und? Naja, der Erleichterung schafft, wenn einem etwas bedrückt. Aha, gut. Um das mal also so zu sagen. Ich frage mich weiter, zeig mir jetzt mal. Achtung, Dalli, Dalli.
hat einen Zahnstocher bei sich. Da war jemand zuerst. Wenn Sie ganz schnell zu uns runterkommen, die Dame dort hinten hat einen Zahnstocher. Ich sehe, es sind mehrere, aber sie war die Erste, die die Hand gehoben hat. Zahnstocher, das einen bedrückt. Stimmt. Kommen Sie ruhig, wo ist der Zahnstocher? Den müssen Sie aber mitbringen. Sie sind ja, die waren doch eben schon da. Mit Ihnen mache ich aber Lotto nächstes, sage ich Ihnen. Sie waren doch gerade bei der Tonleiter. Nehmen Sie immer mit aus Lokalen den Zahnstocher so, stecken Sie ein, müssen Sie öfter so, dann darf ich Ihnen das überreichen. Dann haben Sie hier mehr Glück als vorhin, das kann ich Ihnen sagen. Sie bekommen ein Spieleset, möchte ich Ihnen überreichen, möchte ich bei Ihnen bedanken und auch bei Oskar bedanken, der bald eine neue Aufgabe übernehmen wird in unserer Sendung. Vielen Dank. So, liebe Freunde, Finale, wer wird Sieger dieser Sendung, Kurzweil oder Kamera? Sie bekommen von mir 12 Punkte gut geschrieben. Ich möchte heute nicht so eilen und ich wollte Oskar nicht ausfallen lassen, denn Sie können sich denken, zur Jubiläumssendung sollte keiner fehlen. Optische Spiele haben wir gemacht, dafür geben wir 12 Punkte. Jetzt kommt also die Frage, die wir Ihnen stellen. Genau überlegen. Zu Hause nennt man ja Kinder meistens nicht nach den eingetragenen Vornamen. Wir wollen von Ihnen wissen, welche Kosenamen geben Sie den Kindern oder wie kann man Kinder noch bezeichnen, überhaupt, allgemein, beides. 15 Sekunden. Dalli, Dalli. Spatze. Bubi. Mäuschen. Bärnchen. Strummel. Äpfelchen. Knubbel. Zebralein. Bumbi. Elefantchen. Lummi. Mäuschen. Mulli. Hundchen. Schnucki. Giraffchen. Schnulli. Ja, gut. Das waren 18. Sie sind der Meinung, das war... Immer schon, dass er so ein schönes Chen und Lein angehängt hat, nicht? Sonst ist das immer so, wenn man so also verlobt ist, dann kommen die kleinen Tiere, Mäuschen, Kätzchen und so. Dann sind sie dann 20 Jahre verheiratet, werden die Tiere größer, nicht? Kuh, Ochse und so. Ich mach das ja im Moment täglich. Ich habe ja ein Jahr. Und da, gute Übung, ja. Das kann man glauben. Also 12 Mal können wir alle 18... Mäuschen waren zweimal. Leider. Es sag tut mir leid. Am Tag, also. Also er hat ein Mäuschen und ich habe ein Mäuschen. 11. Nein, 17 Mal. 18, den spitze dazu, es bleibt dabei. Ja, dann bleibt es dabei. Ja, 18 mal 12 sind 216, die Sie haben. 216 ist der Multiplikator nachher für unser Dalli-Klick-Spiel. Und nun erwarten wir ebenfalls für diese Aufgabe gleiche Fragen. Maria Hellwig und Karl Moik. So, in Ruhe sitzen. 12 Punkte bekommen Sie schon vorweg. Weil wir das ist sehr viel wert. Nicht so hetzen wollen, wir wollen das ruhig und gemütlich zu Ende führen. Zu Hause nennt man ja Kinder meistens nicht, das habe ich hier auch gesagt, nicht nach dem eingetragenen Vornamen, sondern man gibt ja so Kosenamen. Und auch wie man Kinder überhaupt nennt, das wollen wir jetzt von Ihnen hören. Sie beginnen. 15 Sekunden. Dalli, Dalli. Herzi. Buzi. Schnutzi. Schweinsachtel. Betzi. Mausel. Herzeli. Tutzel. Spatzeli. Mokele. Spezibazi. Guassel. Buzi Muzi. Mariti. Herzi Buzi. Kalimandi. Kalimandi? Joppi. Das ist ja auch sehr schön. Kalimandi und der hat ganz neue Worte erfunden. Ja, wie viel können wir geben? Zwei müssen wir abziehen. 15. 15. 15 mal 12 sind 180. Also jetzt kommt, ist noch nichts entschieden. Hallo. Dalli Klick, bei Ihnen jeder Punkt mal 180, bei Ihnen mal 216. Sie wissen, wir bekommen Fotos und vor allen Dingen auch Diapositive von unseren Zuschauern eingesandt. Dann decken wir die Bilder ab und so viele Felder verdeckt bleiben, so viele Punkte gibt es. Jetzt also konzentrieren. Es geht los. Achtung, die ersten 100 Mark bekommt Rainer Jahnke, Hermannstraße 1 in Worms. Schauen Sie genau. Achtung, Dalli, Klick. Stopp. Das war Maria. 50-Markschein. Sie glauben, das ist ein 50-Markschein? Ja, heute habe ich angewechselt. Ja! Oh. 7 Punkte. Es kommen noch 4 Bilder, nicht? Es ist noch nicht entschieden. Nicht traurig werden. Zweite Bild. Wer ist der Einsender? Ernst Bernhard am Homburg 65 in Saarbrücken. Konzentrieren. Achtung. Dalli, Klick. Ja.
Maria? Im Wasser? Ein Schwan. Sie glauben, ein Schwan? Ja. Ja, sie hat recht. Das war schwer zu erkennen. Das deckt, ja, das ist bis jetzt ein Solo von Maria. Wir kommen zur dritten Aufgabe. Einsender ist Heinz Bartel, Meistersingerstraße 36 in Essen. Achtung, Dalli, klick. Stopp. Hansi Hinterseher. Hansi Hinterseher. Der könnte sein, er ist es nicht. Ein Punkt für die andere Mannschaft. Für dieses Bild sind Sie disqualifiziert. Dalli. Klick. Stopp. Thomas? Also, Thomas Fritsch oder ich? Also, da muss ich jetzt entscheiden. Sagen wir Thomas Fritsch. Ja? Thomas Fritsch, richtig. 6 Punkte. Wäre auch mal eine gute Idee, selbst jemanden raten zu lassen. Marc Brünning ist der nächste Mitspieler. Dorfstraße 57 in Duisburg 25 wohnt er. Achtung, Dalli, klick. Stopp, Thomas. Kartoffeln. Das ist falsch, ein Punkt für die andere Mannschaft. Dalli, klick. Stopp. Pilze. Falsch, wieder ein Punkt für die andere Mannschaft. Dalli, klick. Stopp. Zuckerrüben. Zuckerrüben, glauben Sie. Ein Punkt gibt es noch, ich kann es sagen. Es sind Zuckerrüben, ja. Ein Punkt kommt noch dazu. Und jetzt kommen wir zum letzten Foto. Achtung. Einsenderin ist Katharina Sturz, Grünwies 1, Gestetten-Detting. Dalli, klick. Ja, Mike. Das ist so ein Messer, so ein Taschenmesser. Ein Taschenmesser. Schweizer Taschenmesser. Bravo. Oh. Ja, richtig. Sehr ein Punkt dazu. So, liebe Freunde. Sie waren uns bei den Klicklein 14 mal 180. Das sind 2520 Punkte. Silbermedaille für Sie, 2520. Und die Mannschaft Kurzweil? 3024. Sieger dieser Sendung, Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Herzlichen Glückwunsch. Goldmedaille für Sie. Liebe Freunde, ausgelost wurde Hans, falls Sie uns schreiben wollen, wäre sehr, sehr nett. Können Sie mitspielen, denken Sie, kleine Stadt ganz groß. Wir wollen ja kleinere Städte jetzt dabei haben. Jetzt möchte ich hören, wie viele Punkte haben unsere Kandidaten insgesamt eingespielt? Heute Abend insgesamt 20.743. Und wie viel Schilling sind es, Mehdi? Das sind 145.201 Schilling. Ja, und Sie wissen, dass wir ja diese Summe zweimal ausschütten. Einmal sagen wir Dank unseren Spendern. Dalli Dalli sagt Danke. Und dann kennen Sie unsere Aktion Dalli Dalli hilft. Wenn Sie eine Platte kaufen, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk oder ein Buch oder eine Kassette, dann bekommen wir davon Geld und können dadurch einer zweiten in Not geratenen Familie helfen. Jetzt wollen wir mal hören vom Thomas. Siegermannschaft sagt für alle an, wer bekommt das Geld dieser Sendung? Wir haben beschlossen, den Spielgewinn des heutigen Abends der Familie Buck-Siefke in Bissendorf zu überweisen. Die Mutter verunglückte tödlich bei Arbeiten auf dem landwirtschaftlichen Grundstück. Ja, ich darf dazu noch sagen, der berufstätige Vater hat 4 Kinder zu versorgen und wir möchten da helfen, indem eine Kraft eingestellt wird, damit der Vater, wenn er tagsüber weg ist, weiß, dass die Kinder betreut sind. Und die zweite Summe aus unserer Aktion Dalli hilft, erhält die Familie Ernst Meyer in Hamminkeln, das ist in Nordrhein-Westfalen. Die Mutter ist an Krebs gestorben. Der arbeitslose Vater hat 5 minderjährige Kinder zu versorgen. Und wir sind der Meinung, dorthin soll das Geld gehen. Vielen Dank den Spendern und vielen Dank unseren Kandidaten, dass sie so fleißig für den guten Zweck mitgemacht haben. Ja, liebe Freunde, das war nun unsere Jubiläumssendung, 125 Mal Dalli Dalli. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat, dass Sie Spaß mit unseren Kandidaten, mit den Spielen hatten. Wir alle wünschen Ihnen, ganz egal wo Sie wohnen, eine schöne Adventszeit. Wir kommen noch einmal vor Weihnachten am Donnerstag, den 22. Dezember, wie immer.
ist es um die gleiche Zeit, gleiche Stunde. Vielleicht noch ein kleiner Spruch hinterher. Wo man lacht, da solltest du verweilen. Schöne Stunden, Lachen schadet nicht. Das ist ein Highlight. Und damit alles Gute, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Sagen tschüss, die Kollegen, Kandidaten und Hans Rosenthal. Tschüss.